down and show you what I've got now. Please come on down and show you what I've got now. That house on the news, if I'm talking about. It's time at midnight, drunk till break of dawn. It's time at midnight, drunk till break of dawn. Well, don't be afraid, it ain't won't be no harm. Rock this house, we all rock. Rock this house, we all rock. Rock this house, we all rock. Rock this house, we gonna rock. Rock this house tonight. Zu meiner Linken habt ihr gerade im ersten Set schon gesehen. Da hat er die ganze Zeit gesungen und Gitarre gespielt. Weil er da irgendwie nicht mit ausgelastet ist, spielt er bei uns auch noch den Bass und singt. An der Lipper-Gitarre mit nur 5 Saiten, Paul Gerhard Langer Bass. Zu meiner Rechten. An der vollständigen sechsseitigen Gitarre. Aus Herford, Michael Pohl. Ganz viele weiße und schwarze Tasten. Und ein Grinsen im Gesicht. Am Piano für euch, Lutz Teiling. Der Mann in unserer Mitte. Mit dem Hut. Ich muss auch eine ganz, ganz traurige Geschichte erzählen. Eine ganz traurige Geschichte. Seid ihr alle dabei? Habt mal alle ein bisschen Mitleid. Weil die Alligator Blues Band spielt normalerweise mit einer Schlagzeugerin. Unsere liebe Ellen ist vor lauter Freude über ihre eigenen Füße gestolpert. Und hat sich ganz fürchterlich die Knochen wehgetan. Ich kann heute leider nicht mit uns auf der Bühne stehen. Wir freuen uns deswegen ganz, ganz, ganz besonders, dass der Dominik Wiegand heute für Sie eingesprungen ist. Am Schlagzeug, Dominik Wiegand.